Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22. Noch nicht der 25er, aber bald, bald. Wir sind im 22er und immer noch auf der Rehbach unterwegs. Ich sitze in meinem Glas, da drüben fährt der Deutz und bringt Gras aus mit der Drille von Köckerling. Und ich bin soweit zufrieden hiermit. Das funktioniert gut hier auf dem Feld. Sehr schön. So, wir fahren zurück zum Hof. Und dann gibt es eine kleine Überraschung, denn der eine oder andere wird es sicherlich schon gesehen haben, rechts oben. Es fehlt mal wieder ein bisschen Geld auf dem Konto. Und wie sollte es anders sein? Natürlich habe ich mir wieder was gekauft. Ich meine, das ist ja Sinn und Zweck einer Wirtschaftssimulation. Und zwar, dass wir Geld verdienen und wieder ausgeben. Und dort vorne am Horizont, da seht ihr ihn schon, da seht ihr ihn schon. Und mit dem werden wir jetzt gleich arbeiten. Ja, ich habe mir gedacht, wir machen jetzt endlich mal Nägel mit Köpfen. Aber jetzt überlege ich mir gerade, wo stellen wir jetzt das Teil wieder rein? Unseren Tiefenlocker, den stellen wir mal hier rein. Ups, jetzt wird es doch ein bisschen eng hier. Freunde, rückt zusammen. Ah, das geht doch. Ja, das wirkt alles immer nur so, aber dann ist es doch anders, nicht wahr? Motor aus und wir springen mal rüber zu unserem neuen Gefährt, dem Lindtruck. Da steht er in seiner ganzen Pracht, zusammen mit einem Quicke-Frontlader und einem Ballengabel. So ist es richtig. Und ich habe da hinten schon unseren kleinen Düngerstreuer, weil wir müssen unsere Wiesen düngen. Motor an, es geht los im Lindtruck, im Lindner 130. So, und dann fahren wir mal ein ganz, ganz kurzes Stück. In der Zwischenzeit verlassen wir uns darauf, dass der Deutz seine Arbeit gut macht. Das sind unsere Grasfelder, die wir im letzten Monat komplett bearbeitet haben. Gepflügt, gekalkt und wieder angesät. Aber ihr seht, da muss noch ein bisschen Stickstoff. Ja, obwohl hier auf dem Feld eigentlich gar nicht, ne? Da haben wir nämlich gut, gut vorgearbeitet mit entsprechenden Materialien wie Gülle und Dünger. Hallo? Was ist denn hier los? Hallo? Das gibt eine Mängelrüge. Heidenei. Kann es sein, dass der Köckerling bei der Aussaat da immer so ein kleines bisschen was übrig lässt? Naja, wir werden es überleben. Aber, so, im ersten Teil, da habe ich ja schon Miste ausgebracht. Hier drüben brauchen wir auf jeden Fall Stickstoff. Leute, wir brauchen Material. Wir fahren zum Händler unseres Vertrauens am anderen Ende der Map. Ja, die Strecke kennen wir ja schon gut, aber auf der anderen Seite können wir unseren neuen Schlepper hier jetzt gleich mal einfahren, würde ich sagen. So, ich mache mal die Hilfe an, denn das Besondere an diesem Gerät ist ja, dass wir ja eine Allradlenkung haben. Und diese Allradlenkung können wir entweder einschalten, wir können auf Vorderradlenkung wieder gehen oder Hundegang links oder rechts oder wir machen jetzt Vorderrad. Also wenn wir hier auf der Piste unterwegs sind, machen wir Vorderradlenkung, das ist etwas einfacher. Aber auf dem Hof, so, wir machen mal Blink Blink an. Nur damit auch jeder weiß, dass wir einen neuen Schlepper haben. Ein neuer Schlepper ist im Dorf, am Hof, ja wie auch immer. So, etwas mehr als 130 PS. Dafür gibt es auch Pflegebereifung. Und das heißt, damit können wir dann auch später Unkraut bearbeiten mit einer kleinen Spritze und natürlich aber auch die Düngerarbeiten erledigen, zum Beispiel mit der Amazon. Das gefällt mir gut. Und natürlich Ballen schubsen auf dem Hof, wo es eng ist. Mit dem Teil können wir praktisch fast auf der Stelle wenden. So, wir fahren geradeaus am Eberhof vorbei. Achten darauf, dass uns keiner ins Blech fährt. Heiligs Blechle. So, dule. Und wer es noch nicht wusste, und ich wusste es bis vor kurzem auch nicht, in diesem Schuppen befindet sich doch tatsächlich das Getreidesilo vom Eberhof. Also den muss man auf jeden Fall mitkaufen, wenn man den Eberhof machen will. Das ist der Schweine- und Hühnerhof. Aber ich sag's gleich vorweg. Das ist eher was fürs kleine Geschäft sozusagen. Allzu viele Hühner und Schweine kann man da nicht halten. Aber auf jeden Fall gut, gut einsteigen. So, hier rechts wieder rein Richtung Einkauf. Also er fährt auch zügig mit 50 km/h, 53. Also wie gesagt, der Lindtruck ist sozusagen die Allzweckwaffe, das Schweizer Taschenmesser in der
der Landwirtschaft, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Aber es ist ja auch rot, ne? So. Wenn ich aber richtig weiß, kommt es ja von den anderen Nachbarn. Aus Österreich. Grüße an den Gerald. An der Stelle. Ja, wir hatten wieder einen spannenden Multiplayer. Einen spannenden Multiplayer mit vielen, vielen witzigen Dingen. Sachen, die da waren. Sachen, die wieder weg waren. Oje, oje. Leute, ich kann euch sagen, da machst du was mit. Das kann ich alles gar nicht im Radio zeigen. So, weiter geht's. Dann fahren wir mal gleich rüber. Stopp. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe ja Vorderrad. So stark wendet er jetzt nicht. Wir fahren zu unserem Hirtenhof, weil dort haben wir, das ist die nächste Wiese. Dort müssen wir ja die erste Wiese auch düngen. Und dann kontrollieren wir nochmal unsere Ballen. Sudele, aber zuerst kontrollieren wir dann, wenn wir vor Ort sind, erstmal, was unser Deutz macht. Nicht, dass der wieder die Arbeit eingestellt hat. Ich gucke zwar immer rechts oben, aber ich habe es jetzt nicht gesehen, dass da was aufgepoppt ist. Aber was hier jetzt gleich auf dem Wegrand hier aufpoppt, kleiner Gag an der Stelle. So, oh, da hat aber einen Bremsweg. Kann man das irgendwie... Nee, kann man nicht, ne? So, kurz mal ausruhen. Nee, geht leider nicht. Okay. Aber ich muss sagen, mit dem Frontgewicht, ich habe mir extra das 1,5 Tonnen Frontgewicht gegönnt, weil hinten müssten wir 3200 Liter haben. Das ist ordentlich. So, hier haben wir schon mal ein bisschen Wiese. Da brauchen wir aber noch nicht, die Pflegebereifung. Also hier sind ja auch wieder mal alle Tore offen. Ja, immer noch da die Wolle. Auch die Schafe sind immer noch da. Hervorragend. Warum sage ich das? Ja, im Multiplayer ist mal das gute Viehzeug da, mal ist es nicht da. Also ist ein Thema. Ganz spannend. Ich arbeite dran und ich muss ehrlich sagen, es ist schon irgendwie verzwickt. Genauso wie auch hier sehe ich gerade, dass wir auch hier diese kleinen Aussätze haben in der Ansaat. Naja gut, damit können wir leben. Soll jetzt nicht tragisch sein. Jetzt überlege ich nur gerade. 42 Meter Ausbringbreite. Oh, 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 da machen wir ja gleich Nachbarn mit. So, ja, das müssen wir manuell im Auge behalten. Wobei, da fällt mir gerade ein, Maschinen, halt! So, wir wollten doch mal gucken, was der Deutz macht. Ich wusste es, da habe ich es doch im Urin gespürt. So, da oben fehlt noch ein bisschen was. Also das heißt, wir müssen definitiv noch von Hand nacharbeiten. Machen wir das doch mal schnell. Dann ist das Thema auch durch. Wie viel haben wir hier noch? Ja, okay, dann machen wir Folgendes. Dann machen wir Folgendes. Dann fahren wir hier komplett den Rand ab. Dann müsste es doch passen. Was sagt denn uns das Kärtsche? So. Was sagt denn uns die Karte? Augenblick. So, okay. Eigentlich nur noch den Rand. Einmal im Rand, um den Rand rum, dann müsste es passen. Hervorragend. Das machen wir doch lieber sicherheitshalber selbst. Ja, und dass der halt immer so kleine Ränder stehen lässt, okay. Beziehungsweise immer zwischendrin. Das ist schade. Aber die kleinen Dellen, so will ich es mal formulieren, schmälern ja jetzt nicht extrem den Ertrag. Jetzt machen wir hier auch einmal außen rum. Dann sind wir hier auch safe. Das Vorgewende. Jetzt haben wir nämlich mal ausnahmsweise... Ja, sieht doch gut aus. Ich glaube, das da oben passt auch, weil da bin ich ja schon lang gefahren. Sehr schön, hervorragend. Dann hätten wir das auch entsprechend angesät. So, wie sieht es denn jetzt hier aus? Das ist frisch, da ist Wachstum. Da ist Wachstum, hier ist Wachstum. Sehr schön, das passt soweit. Die 8 haben wir ja angesät. Müssen wir da eigentlich auch noch düngen? Ich weiß es gar nicht. Das müssen wir alles jetzt noch prüfen, aber hier packen wir erstmal ein.
So, hier packen wir erstmal ein und fahren hier einmal hier ums Feld herum. Sozusagen zu wenden. Ja, Folge Nummer 20 auf der Rehbach. Und wir haben unser, ja, fast erstes Jahr hinter uns gebracht. Und entsprechende Produktionen hier installiert, die uns doch das Überleben sichern sollen. Und auf jeden Fall eine gute Einnahmequelle ist die BGA, die Hof-BGA. Und wir besprechen ja auch zurzeit, wer die Folge gesehen hat, im Multiplayer, wie wir am besten auch im Multiplayer jetzt auf der Rehbach eine BGA installierte bekommen. So dass natürlich auch jeder davon profitiert, soll heißen, natürlich auch seine eingeworfenen Mittel dann auch wieder als Ertrag ausgeworfen bekommt. Da bin ich mal gespannt. Der Thomas will da ein bisschen was antesten, was prüfen und dann schauen wir mal, ob das klappt. Hier im Singleplayer ist das natürlich alles simpel und trivial. Und ich profitiere natürlich zu 100% von meiner Arbeit. So, Dele. An der Stelle gehen Grüße raus an den Thomas, an den Gerald, an den Kevin, an den Tim und an den Daniel, bei dem es jetzt leider dieses Mal noch nicht geklappt hat. Und was soll ich dazu sagen? Das war wirklich eine spannende Geschichte. Ja, es gibt einfach Tage, da schlägt dir das Leben mit beiden Händen ins Gesicht. Soll heißen, er wollte eigentlich mitmachen. Dann ging sein Controller nicht. Dann wollte er schnell noch einen Controller organisieren, besorgen, kaufen. Ging nicht. Und sein Kollege, der auch am Zocken war, nämlich witzigerweise gerade zu dem Zeitpunkt, konnte ihm leider keinen Controller ausleihen. Und die PlayStation 4, die er noch im Keller hatte, naja, ich will es mal so formulieren, war nicht mehr wohl geeignet. Unabhängig mal davon, dass sie ganz schön gedröhnt und geföhnt hat. Naja, jedenfalls, der Daniel hat sich bemüht, er hat sich stets bemüht. Hat leider nicht geklappt in diesem Multiplayer. Aber am nächsten Mittwoch, da sehen wir ihn dann, wenn alles gut geht. Augenblick mal. Ich werde hier mal die Ausbringbreite etwas reduzieren. Augenblick. Ausbringbreite ändern, R3, so. Aber beim nächsten Mal, da werden wir ihn dann sehen. Da freue ich mich schon drauf, wenn er den Eichenhof übernimmt. Der Daniel wird dann der Chef auf dem Eichenhof mit Kühen. Und das ist auch ein sehr, sehr schöner Hof, eben im Dorf selbst. War mal ursprünglich der Stadthof vor dem Update der Rehbach. Genau, vor dem Update. Und jetzt ist es ja der Ahnenhof. Sudele, jetzt zack, zack, komm hier noch rein. Und dann machen wir hier Feierabend. Sehr schön. Wiesen brauchen ja zum Glück nicht so viel Dünger. Ja, Walzen schenken wir uns. Wobei die Walzenaktion zusammen mit dem Kevin im Multiplayer, das war auch eine spannende Geschichte. Ich eben hier mit der großen 24 Meter Walze unterwegs. Das war schon spannend. So, wo haben wir die nächste Wiese? Ja, ich überlege jetzt gerade. Nee, wir fahren jetzt erstmal an unserem Feld vorbei. Was habe ich denn da überhaupt ausgesät? Hafer? Ich glaube ja. So, ansonsten unsere Stream-Projekte an der Stelle nochmal kurz erwähnt. Montag sind wir auf der Oberschwaben vom Yogi und donnerstags sind wir ja auf der Alteiche vom Kalle. So, hier habe ich gearbeitet. Okay, nein, das ist gar nicht unser Feld, das gehört dem Willi. Dem Willi mit dem Brilli. So. Oder der Brilli. Okay, das ist unser Feld. Das sieht doch besser aus. Genau. Hafer und Unkraut und das Thema Hacke. Das hatten wir ja schon mal auf der Alteiche, dass das wenig Sinn macht, weil man sieht einfach nicht, wo hier das Unkraut ist. Und das heißt, da müsste ich wirklich blind über... Da ist, glaube ich, Unkraut. Genau hier.
Und da muss man natürlich dann blind übers Feld fahren. Das Problem ist, mit dem Helfer geht's nicht. Der fährt dann immer wild rum und wenn kein Unkraut ist, bleibt er stehen und dann weiß man wieder nicht mehr, was Sache ist. Also deswegen warten wir auf den nächsten Monat und dann holen wir uns eine schöne Spritze. Stopp. Hallo, wieder mal völlig verquatscht. Ich bin natürlich auch hier, um zu gucken, ob wir hier düngen müssen. Ja, aber natürlich müssen wir düngen. So, Eiferbübsch. So, dann schauen wir mal. Ja, da werden wir aber dann wieder... Nee, Allrad nicht. Wenn ich aber den Helfer losschicke, dann wird er natürlich Allrad machen. So. Okay, und Helfer Marsch. Das sieht doch gut aus. Ja, allzu viel Material brauchen wir nicht. Das spart natürlich. 86%. Ja, da können wir auf jeden Fall noch die restlichen Felder machen. Da habe ich dann keinen Schmerz damit. Hervorragend. So. In der Zwischenzeit schauen wir mal, was wir uns denn eventuell gönnen können. Ja, das Thema hier mit dem Fendt, mit dem Cargo 4, das hat sich dann erledigt. Denn wir haben jetzt unseren Frontlader am Hof. Da werden wir mal schauen, wie wir mit dem Glas umgehen. Ob wir dann nicht da die Materialien verkaufen, um nochmal ein bisschen Geld zu bekommen. Aber jetzt müssen wir mal schauen. Wegen der Spritze, die werden wir noch brauchen. Und wir brauchen natürlich eine Spritze, die auch... Precision Farming unterstützt, beziehungsweise Spot Spray Technologie. Ei. Die Kuhn? Nee. Die Kuhn unterstützt es nicht. Das ist der Aufbau für... Ja, das bringt nichts. Das bringt alles nichts. Die Quereland. Da kommen natürlich einmal noch 39.000 dazu. Sind wir bei 65. Die hat 1.800 Liter. Dann bräuchten wir nicht unbedingt hier vorne den Zusatztank. Das wäre im Moment, glaube ich, die günstigste Alternative. Die Hardy hat auch Spot Spray. Da sind wir dann bei 73.000. Und die da hinten, die sehe ich nicht. Das brauchen wir nicht. Ich bin da kein so Freund hier mit Anhänger, muss ich ehrlich sagen. Obwohl wir auf der Oberschwaben so ein Gerät haben. Aber es fährt sich irgendwie leichter mit so einem Huckepack. Und ich sage einfach mal Huckepack. Und dann natürlich mit so einem wunderschönen Allrad. Ist der schon durch? Ja, der ist jetzt zweimal drüber gefahren, oder? Okay, warte. Warte. Also wir sind hier in erste Wachstumsstufe, das heißt, da müssen wir noch nichts machen, also bezüglich Pflegebereifung. Ah, da haben wir ja auch schon vorgedüngt. Also das passt soweit, sehe ich gerade. Ja, und Unkraut müssen wir noch vernichten, ist klar, ne? 82, 89 an der Stelle ist sowieso nicht so viel. Okay. Wir schauen mal kurz ins Kärtsche. Stickstoff. Ja, im Großen und Ganzen sieht es doch gut aus. Da ist noch ein bisschen oder so, aber darauf können wir, glaube ich, verzichten. Auf zur nächsten Wiese. Ja, und dann werden wir uns nochmal ein bisschen Geld holen müssen. Denn ich habe hier für den Lindtrag auch nochmal aufnehmen müssen. 50.000. Wir sind jetzt im Moment mit 250.000 in der Kreide. Aber ich habe natürlich die Hoffnung, dass wenn wir hier die Wiesen entsprechend abarbeiten, die BGA, naja, also die hat uns 500.000, also 450, 500.000, da rechne ich fest damit. So, auch hier haben wir wieder das Thema, da wo gewendet wurde, also mit dem automatischen, mit dem Helfer, da haben wir überall diese Dinger. Naja, okay, damit kann ich leben. Muss ich leben? So, hier geht's rein und dann schicken wir auch hier den Helfer los. Ah, hier sieht man natürlich sehr, sehr gut, wo er unterwegs war, seine Reichweite, hervorragend. Und kommen wir nochmal ganz kurz zu den Spritzen zurück. Also die da vorne sind alle ungeeignet. Spannend wäre natürlich hier, wenn wir mit dem Teil arbeiten. Na, dann wäre es das hier.
Hier mit dem Fendt Xylon, das wäre natürlich auch eine witzige Sache, aber müssen wir mal schauen. Ja, oder mit dem Fendt. GTA Turbo. Ja, ich meine, das ist alles erschwinglich, aber im Endeffekt benutzt man es halt eben nur für diese eine Sache. Nee, also es wird, denke ich, die Kuh, die Querneland. Ja, weil die hat eben punktuelle Unkrautbekämpfung. Da bin ich ein ganz, ganz großer Freund davon, das wisst ihr ja auf jeden Fall. So, während er hier jetzt noch wendet und hier weiterarbeitet, warte mal, ich unterstütze das mal, aber hier oben müssten wir eigentlich auch noch ein bisschen düngen. Wobei ich glaube, hier ist gar nicht, ne, hier oben ist gut, weil da waren wir ja mit der Miste drüber. Werde ich hier jetzt nochmal ein bisschen ausbringen. Und ich fahre selber. Genau, da können wir auch selber fahren und die 3-4 Euro für den Helfer sparen. Freunde, das soll es wieder mal gewesen sein für eine Folge Rehbach. Wir haben wieder mal ein bisschen was gekauft. Wir sind am Arbeiten. Es geht weiter schön im April. Und ich freue mich auf die nächsten Folgen und fahre weiterhin ziemlich scheps hier übers Feld. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.